Tumorgewebe verändert ihre Zellstruktur. Ein Tumor eliminiert alle Gene, die ihn am expansiven Wachstum hindern könnten, und schreibt vermehrt Gene ab, die zum Wachstum gebraucht werden. In der Zelle verschiebt sich also der Anteil an Erbmaterial und die Menge an mRNA. Genau das nutzt man beim DNA-Chip aus. Auf dem Chip werden kurze DNA-Sequenzen angebracht. Dies sind Sequenzen, von denen man weiß, dass sie im Brustgewebe normalerweise vorkommen bzw. abgeschrieben werden. Die DNA-Sequenzen fungieren als Angel an der Oberfläche des Chips. Der Wissenschaftler nennt sie DNA-Sonden. Auf einem Chip haben bis zu 100.000 Sonden Platz. Nun werden normales und Tumorgewebe entnommen. Daraus isoliert man DNA oder mRNA und versetzt sie mit einem Fluoreszenzfarbstoff, der sich in das Erbmaterial einbaut. Anschließend wird ein Tropfen dieser Lösung auf den Chip gegeben. Die DNA-Sonden binden nun an die komplementären DNA- bzw. mRNA-Stränge.